Es gibt drei Schachfiguren. Die Krankenkassen, die Konsumenten und das liebe Geld. Meiner Meinung nach Fehler Nummer 1. Jemand verdient 4.400 Euro. Das ist die Beitragsbemessungsgrenze als Selbstständiger. In einer Krankenkasse wäre der Beitrag 816 Euro im Monat für diesen Menschen. Das heißt, über 20% seines Einkommens muss er in die Krankenkasse abdrücken. Wenn er nun aber 100.000 verdient, netto, gibt er ebenfalls nur 816 Euro ab. Das heißt, weniger als 1%. Und jemand, der dementsprechend 1.000 Euro verdient, natürlich dann nicht 816, sondern prozentual natürlich weniger. Wen stört es jetzt am meisten als Selbstständiger? Natürlich die, die genau an der Grenze zu 4.400 einfach nur mal leben. Wenn der, der 100.000 verdient, nun 200 Euro mehr einzahlen würde, würde das für ihn so gut wie keinen Unterschied machen und seiner Firma als Selbstständiger. Hingegen den, der 4.400 Euro weniger zahlen müsste, sehr, sehr wohl, da von den Superreichen etwas mehr eingezahlt würde. Könnten die kleinen Firmen schneller und effizienter wachsen? Der Kapitalismus wäre kleiner und die Arm- und Reichschere würde sich enger schnüren. Jemand, der alleine 100.000 Euro verdient, dort machen 200 Euro mehr oder weniger für seine Firma sicherlich keinen Unterschied. Jemand, der aber nur 3.000 verdient, eine Firma, sicherlich halt eben schon. Was viele vergessen, Selbstständige schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern. Warum wird es ihnen verdammt nochmal so schwer gemacht in Deutschland? Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ganz wichtig jetzt. Wieso sind die Beiträge eigentlich so hoch? Es ist kausal, dass Süßigkeiten mit viel gesättigten Fetten und gehärteten Fetten in Kombination mit raffinierten Zuckern zu zahlreichen Krankheiten führen, wie Diabetes, Blutdruck und so weiter. Wieso kostet eine Tüte Süßigkeiten 99 Cent? Es gibt Steuern auf jedem Mist. Aber was Menschen wirklich krank macht, Zigaretten, Alkohol und Süßigkeiten, das ist kausal nachweisbar in zigtausend Studien. Jetzt muss man sich überlegen, jemand, der viel Obst und Gemüse isst, unverarbeitete Lebensmittel, Bioqualität, Sport treibt und so weiter, und jemand, der den ganzen Tag das Geld für Zigaretten ausgibt, für Wodka und 2-3 Süßigkeiten-Küten für 99 Cent, zahlen die gleichen Krankenkassenbeiträge. Doch woher will man wissen, wer was ist? Wie will man die differenzieren? Ganz einfach meine Lösung. Die Steuern gehen massiv nach oben auf die Schadstoffe. Das heißt Zigaretten, Alkohol und Süßigkeiten. So dass dieser Steuern, die da zu viel eingezahlt werden, den Krankenkassen direkt zur Verfügung gestellt werden, so zahlen die, die auf ihre Gesundheit eben scheißen, deutlich mehr für die Aufrechterhaltung dieses ungesunden Lebensstils. Und die, die gesund leben, nehmen diese Produkte mit hohen Steuern jetzt nicht mehr in Anspruch. Leben billiger, weil die Krankenkassenbeiträge jetzt gesenkt werden können, da mehr Geld durch den Alkohol-, Zigaretten- und Süßigkeitensteuer eingetrieben werden kann. Unterm Strich heißt es, jemand, der so ein Blödsinn essen will, zahlt mehr im Monat für seinen Lebensstil. Und jemand, der sich automatisch gesund ernährt, zahlt weniger, da die Krankenkassenbeiträge nun mal billiger werden. Und jetzt kommt ein Teil, der wirklich kausale, gesundheitsbedingte Lebensmittel wie Obst und Gemüse bekommen sollten, einen Steuererlass bekommen, sodass ebenfalls weniger Leistung in Anspruch genommen werden kann von den Krankenkassen, beziehungsweise muss weniger, da die Subventionen der Gelder durch die Steuergelder der ungesunden Lebensmittel eingetrieben werden, damit auch die Senkung von den Lebensmitteln, die gesund sind, damit finanziert werden. So werden auch weniger Leistungen später in den Krankenkassen in Anspruch genommen, weil es mehr gesunde Menschen gibt, weil es kausal ist, wenn man halt unverarbeitete Gemüse, Obst und sich bewegt, gesünder ist. Fassen wir zusammen. Wir leben in einem Land, wo Chancengleichheit ganz groß geschrieben wird. Ja, ja, genau. Jemand, der 100.000 Euro verdient, nun 200 Euro deutlich weniger wehtut, als jemand, der 4.400 Euro verdient. Beide zahlen den gleichen Beitrag. Alles klar. Jemand, der nun Alkohol trinkt, Zigaretten raucht und Süßigkeiten isst, zahlt den gleichen Krankenkassenbeitrag wie jemand, der Obst und Gemüse sich unverarbeitet vermehrt, kein Alkohol trinkt, Sport treibt und nicht raucht. Also haben wir die beiden die gleiche Chance auf Krankheit? Ich glaube nicht. Klar, wir kennen, es ist die Genetik. Natürlich, wie können wir es vergessen? Es muss die Genetik sein. Deutschland wacht zum Teufel endlich auf. Sonst werdet ihr zugrunde gehen, weil niemand eine Firma aufbauen kann und Arbeitsplätze schaffen kann, weil eine Generation sich nur um Alkohol, Zigaretten... Danke sehr fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.
dabei auf die Glocke drückt, damit ihr für neue Informationen mal versorgt werdet und sehr, sehr gerne das Video teilt, wenn ihr auch der Meinung seid, und lasst mir sehr gerne einen Daumen dafür, wenn ihr einfach zu der gleichen Thematik steht, und lasst mir sehr gerne einen Kommentar da, wir können sehr gerne diskutieren. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn viele davon erfahren würden, dass das vielleicht endlich mal umgesetzt wird, solche Sachen. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.